auf meinem YouTube-Kanal der Herbert kocht. In der Schlammenzeit macht man klarerweise Spezialitäten draus. Heute habe ich mir gedacht, mache ich mit euch ein Eierschwammerl oder eine Eierschwammerlsuppe, Pfifferlingssuppe, wie auch immer ihr das nennen mögt. Ja, ganz einfach, schaut euch das an, probiert es selber aus. Es ist keine Hexerei, es ist schnell gemacht und vor allem es ist sehr schmackhaft. Ja, was braucht man alles dazu? Natürlich die Eierschwammerl, Pfifferlinge, dann einen Wein, Zwiebel, Erdäpfeln, die Gewürze klarerweise, Butter und Mehl zum Binden. Ich fange einmal an, indem ich die Zwiebel schäle. In weiterer Folge schäle ich auch die Kartoffel. Diese schneide ich jetzt in kleinen Würfeln. Und um eine Verfärbung zu vermeiden, gebe ich die Kartoffeln kurz in kaltes Wasser. Danach werde ich die Zwiebeln halbieren und diese auch fein oder kleinwürfig schneiden. Inzwischen kann ich auch schon Öl in einen Topf erhitzen und darin meine Zwiebel zu erhitzen oder zu rösten. Meine Eierschwammerl oder Pfifferlinge habe ich vorher gut gewaschen, gereinigt und die größeren etwas überschnitten. Und die kommen jetzt zur Zwiebel dazu. So sind diese Schwammerl auch etwas angeröstet, wird jetzt mit Wein abgelöscht. Ich verwende hier grünen Veltliner und mit Wasser oder mit Gemüsefond aufgegossen. Und während meine Suppe zu kochen beginnt, kann ich mir schon mal für die Bindung Butter in einer Pfanne zergehen lassen. Nun, die Suppe kocht jetzt gut. Füge nun die in Würfel geschnittenen Erdäpfel bei. Und die lasse ich jetzt so lange kochen, bis die Erdäpfel weich sind. So, auch die Butter zerfließt schon gut und jetzt nehme ich Mehl dazu, röste diese mit der Butter oder verröste ich diese mit Butter und mache daraus eine Roux Blanc, eine weiße Einbrenn. Also nur kurz durchrösten. So, schauen wir mal. Erdäpfeln dürften schon weich sein. Ich koste mal eine. Ja, weich genug. Als nächstes werde ich jetzt meine Schwammerlsuppe mit aus dieser Roux Blanc, mit dieser weißen Einbrenn binden. Etwas zurückschalten. Nochmals umrühren. Die Suppe sollte ja nicht zu dick sein. Jetzt können wir noch den Obers oder Sauerrahm dazugeben. Und zum Schluss natürlich die Gewürze. In diesem Fall klarerweise Salz, Pfeffer. Ja, wenn ihr habt,
Ich habe da eine Waldpilz Granulat sozusagen. Er gibt auch einen guten Geschmack. Müsst ihr aber nicht reingeben. Es reicht auch Salz und Pfeffer alleine. Jetzt können wir es schon zurückschalten. Die Suppe ist an und für sich jetzt fertig. Ja, einen Schuss Essig könnte man noch dazu hineinleeren, aber wirklich nur einen Schuss. Ja, vollenden könnt ihr sie auch dann mit vielen guten Kräutern, vor allem mit Petersilie. Die habe ich heute nicht, aber hören auch dazu hinein. Ist auch ein gutes Gewürz für unsere Schwammerlsuppe. Nun, das war es auch schon wieder mit unserer Spezialität Eierschwammerlsuppe. Ich werde es jetzt nur mehr kosten und fertig. Lasst euch das gut schmecken und ich wünsche euch ein gutes Gelingen. Und hoffe, dass wir sie auch bei den nächsten Videos wiedersehen.